mal eine kleine Probefahrt. Ist noch nicht alles verbaut. So, hier mal gucken. Ja, noch ein bisschen nachgeschnuckelt. Den hatte ich ja nicht in der Mitte. Aber alles super. Da habe ich nichts dran zu meckern. Alles dicht. Ich glaube, ihr könnt das jetzt nicht sehen über die Kamera, weil es schon ein bisschen zu dunkel ist. Aber es passt alles. Wie ihr vielleicht vorher mal gesehen habt, kleinen Zwischenstopp. Ich wollte das jetzt nicht komplett weiter filmen. Ja. Denk mal, wenn wir auf dem Weg zurück sind, dann werde ich anschließend ein gutes Stück einfach mal abstellen. Ja, den nächsten Tag abwarten und dann mal gucken, ob sich in irgendeiner Form noch mal was getan hat. Abkühlvorgang, ob da noch mal was geleckt hat oder irgendwas. Dann werde ich wahrscheinlich wohl die Zusatzhalter anbauen. Und die innere Verkleidung und dann war es das. So, ich bin ja direkt von meiner Ausfahrt nach meiner Garage gefahren, also auch nicht ganz weg. Hab mein Thermometer mal rausgeholt. Ja, Auspuff knackert noch. Meine erste Ausfahrt. Man sieht es jetzt. Ich stehe jetzt beim Min. Mal gucken, wenn sich das Ganze abgekühlt hat, wie es dann aussieht. Ich habe schon mal eine Runde geguckt. Es leckt nichts. Einmal hier für euch noch. Ein bisschen Licht gezaubert. Ich zeige euch das alles nochmal, damit ihr mal seht. So. Ich hoffe, man kann das alles so sehen. Ich gehe da mal rein. Läuft hier hinten lang. Das ist der Stecker für den Propeller oben. Den muss ich natürlich noch ein bisschen noch vernünftig verlegt werden. Aber wie schon gesagt, das mache ich dann, wenn ich die Verkleidung alles anbaue und wenn alles in Ordnung ist. Auch hier ist auch alles trocken. Ist leer geworden, ne? Ja, auch hier habe ich nichts zu beanstanden. Das scheint auch alles gut zu funktionieren, beziehungsweise auch alles dicht zu sein. Hier noch mal reingucken. Ups. Ja. Schlauch zum Ausgleichsbehälter. Ausdehnungsgefäß. Ja, furztrocken. So, ich bin jetzt einen Tag später, ist über Nacht abgekühlt. Und ja, vielleicht mit der Kamera sieht man das schlecht. Haben den hier in den Stand und der ist jetzt hier. Also ein bisschen was hat er sich irgendwie nochmal gegönnt. Anführungszeichen.
Fülle ich dir nochmal auf. Bis Max. Dann will ich jetzt die Restarbeiten machen. Und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe jetzt alles soweit fertig montiert. Das habe ich jetzt alles nicht so zeigen wollen. Denn wie man es abbaut, baut man es auch schließlich wieder an. Da hat sich jetzt hier bei dem Umbau eigentlich nichts getan. Zwei Sachen möchte ich mal ansprechen. Da der Kühler nun ja nicht mehr vorhanden ist, beziehungsweise Radiator, haben wir hier und hier zwei Pins weniger für die Innenverkleidung, Kupferinnenverkleidung. Hält aber trotzdem ganz gut. Nur mal so am Rande erwähnt. Auf der anderen Seite ist das eigentlich genauso. Ich schwenke da mal kurz um. Einmal hier und einmal hier. Und hier ging ja damals ein Schlauch rüber zum Radiator. Da ist natürlich jetzt nichts mehr. Ne? Ja, das ist dann halt so. Ich weiß jetzt nicht, ob es da andere Verkleidungen oder für irgendwas da in der Richtung, ob man sowas kriegen kann. Keine Ahnung, ob es eine XMR-Variante da was gibt. Wollte das nur mal so am Rand erwähnen. Gibt es hier eigentlich nichts weiter Erwähnendes beim Zusammenbau von der Verkleidung und von dem Rest? Ja. Ich werde das dann nochmal auflisten. Ja. Aber letztendlich ist es so, die wichtigsten Geschichten, die eigentlich wirklich Schwierigkeiten bereiten, ist eventuell Drehmomentschlüssel, vielleicht Torx, muss nicht. Ansonsten ist es hier diese Zange für die Oettinger Klemmen. Das ist für, was am besondersten ist. Das Ding, wenn euch mal eine Schraube verloren geht, das kann sehr hilfreich sein. Ist mir nämlich passiert, deswegen habe ich es einfach hier liegen lassen. Dann ist noch so, dass ich hier noch Clips habe für die Kupferinnenverkleidung, weil ich auch die Affinität dazu habe, sowas kaputt zu machen. Hier ist dann ja so ein Hebelset drunter für Klipse, für Kunststoff, Nieten, für alles Mögliche. Das habe ich dann hier halt so eingepackt. Ja, damit habe ich die Löcher reingesägt. Alles schön nach Angabe und also angezeichnet. 81er Dicke gereicht. Das passte. Ja, ist nur ein Rest vom Kederband symbolisch. Das habe ich dann drumherum gepackt. Das habt ihr, glaube ich, und werdet ihr, glaube ich, auch im Video sehen. Ansonsten 8er, 10er, 13er als Schlüssel. 4 Zoll mit Verlängerung, mit Nüssen, gleiche Größe. Dann eine Knarre mit Verlängerung 17er, um die Reifen abzumachen, so dass man die Schrauben alles beisammen hält. Ein bisschen extra Licht. Klar, Akkuschrauber habe ich jetzt benutzt. Taschenlampe nochmal extra, wenn man mal irgendwo mal reinleuchten möchte. Akkuschrauber wegen der in den Löcher bohren. Ansonsten einmal für die Kühlflüssigkeit, Messbecher zum Abfüllen. Ja, dann noch ein Lineal, Maßband, Bleistift, was zum Anzeichnen. Ich glaube, ich habe eigentlich alles soweit. Eigentlich gar nicht, meiner Meinung nach gar nicht so viel. Ein Teppichmesser zum Zurechtschneiden der Schläuche. Und ganz wichtig, wenn ihr einen Akkuschrauber benutzt, achtet darauf, dass ihr auch einen vollen Akku habt. Meiner ist mittendrin verreckt. Nur noch mal so am Rande erwähnt.